Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra, diesmal zum Thema GeoGebra Tube, der neuen Materialdatenbank. Mit der Einführung der Version 4.0 wurde auch die neue Materialdatenbank GeoGebra Tube eröffnet. GeoGebra Tube soll die bisher verwendeten Wikis sowie den Upload Manager ersetzen. Ich erreiche GeoGebra Tube, indem ich mich auf die Startseite des GeoGebra-Projektes begebe und dann hier auf Materialien klicke. GeoGebra Tube ist ein internationales Projekt. Zunächst mal ist die Oberfläche in Englisch. Sie können das Ganze aber ändern, indem Sie hier eine andere Sprache auswählen. Sinnvoller ist aber sicherlich, und vor allem dann, wenn Sie auch eigene Dokumente anlegen wollen, dass Sie sich anmelden. Wenn Sie schon ein Passwort und Benutzername für ein beliebiges Projekt hier auf GeoGebra, wie zum Beispiel das Wiki oder das Forum, besitzen, können Sie dieses verwenden. Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie sich neu registrieren. Sie werden hier über eine extra Seite dann auf das Forum weitergeleitet, wo Sie sich anmelden. Ich melde mich jetzt mal an mit meinem Namen und bekomme dann die Startseite, die jetzt auf Deutsch übersetzt ist und sich meinen Bedürfnissen etwas angepasst hat. Wir verschaffen uns mal kurz einen Überblick, was es so alles gibt. Also zunächst mal habe ich hier einen Überblick von verschiedenen Arten von Materialien. Das heißt, hier sind es hervorgehobene Materialien. Diese sind speziell von Administratoren ausgewählte Dateien, die besonders interessant sind. Sie als Benutzer haben dadurch die Möglichkeit, gute Beispiele kennenzulernen und vielleicht diesem Beispiel auch ein Like, also einen positiven Kommentar zu verpassen. GeoGebra Tube ist ganz rigoros ausgerichtet auf die Benutzung von Tags. Es gibt keine Kategorisierung, weil das einfach bei den vielen verschiedenen Sprachen, in denen GeoGebra angeboten wird, problematisch wäre, es allen Bedürfnissen halt gerecht zu machen. Deshalb hier Tags. Problematisch ist natürlich, dass ich mit einer deutschen Suche nach dem Thema Geometrie halt nicht die englischen Arbeitsblätter mit Geometry finden würde. Da ist eine Übersetzung angedacht. Wann und wie die realisiert wird, wird noch von den Entwicklern besprochen. Sortiert sind die Materialien allerdings nach Materialtypen. Ich habe also die klassischen Arbeitsblätter, aber auch Werkzeuge, das heißt selbst erstellte Werkzeuge, die ich hier hochladen kann. Sammlungen, was Sammlungen sind, kommt gleich noch, Unterrichtseinheiten und noch andere veröffentlichen, Anleitungen und so weiter. Dann haben wir hier einen Überblick über neueste Materialien und am besten bewertete Materialien. Beide Überschriften führen jeweils zu einer Übersichtsseite, auf denen mir hier in diesem Fall die Materialien vorgestellt werden, die als letztes hochgeladen wurden oder eben die Materialien, die am meisten positive Bewertungen bekommen haben. Weiter geht es wieder auf der Übersichtsseite. Wenn ich weiter nach unten scrolle, kommt jetzt eine Übersicht meine Materialien. Auch hier die Überschrift ist anklickbar und ich bekomme einen Überblick über Materialien. Ich habe jetzt noch nicht so viel hochgeladen. Auch das hier ist sortiert, in diesem Fall nach dem Datum, wann ich etwas hochgeladen habe. Übrigens, in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt bei allen Übersichtsseiten hier die Möglichkeit, die Darstellung zu verändern. Das heißt, man kann es eben nur nach Bildern sortieren. Das ist für die eigenen Materialien wahrscheinlich sinnvoll, wenn man weiß, was da drin vorkommt. Und dann gibt es noch weiter unten Sammlungen. Sammlungen sind Sammlungen von Materialien. Wobei diese Materialien, wenn ich jetzt mal hier diese Sammlung Analysis 1 und 2 von mir betrachte,
nicht unbedingt nur Materialien, Arbeitsblätter zum Beispiel von mir enthalten müssen, sondern ich kann auch von anderen Benutzern Übungsdateien einfügen, wobei ich also nur einen Link auf diese Datei hinzufüge. Es ist nicht kopiert. So, es gibt hier übrigens noch zwei Knöpfe: Material hochladen und erzeugen einer neuen Sammlung, wenn ich eben eine weitere Sammlung erstellen will. Wie ich diese oder wie ich Dokumente hier einfüge, werde ich auch gleich noch zeigen. Gehen wir jetzt mal zum Thema Suchen genauer darauf ein, weil da ist eben das Problem, dass ich über diese Tags suchen muss. Ganz wichtig ist, Sie sollten sich zutrauen, dass Sie hier oben bei den erweiterten Spracheinstellungen für die Suche bzw. für die Anzeige, eben auch bei der Suche, alle Sprachen auswählen. Wenn Sie sich auf einzelne beschränken, wie zum Beispiel Deutsch, werden Sie vermutlich noch nicht so viele Dokumente finden, die zu Ihrer Suche passen. Deshalb nutzen Sie ruhig alle Sprachen. Ich möchte dazu noch mal ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel haben wir hier unter den neuesten Materialien unter anderem ja einen Beitrag aus Hongkong. Da ich nicht Chinesisch kann, weiß ich nicht, um was es hier geht. Hier wurden Tags angegeben, natürlich auf Englisch, aber eben auch auf Deutsch. Die habe ich ergänzt und es ist ein wichtiger Rat und natürlich auch eine Bitte im eigenen Interesse. Ergänzen Sie so viel wie möglich Tags, wenn Sie ein Dokument sehen, was Sie interessiert, was Sie auch einschätzen können. Wir gehen mal zurück. Wir haben zum Beispiel, was haben wir denn noch? Pythagoreisches Trippel. Hier könnte ich natürlich noch den Begriff Pythagoras auf Deutsch ergänzen. Und die Anzeige dieses linierten Kästchen zeigt an, dass es diesen Suchbegriff und diesen Tag Pythagoras bereits gibt. Ich würde noch Geometrie und auch auf Englisch Geometry einfügen. Und dann sind diese Begriffe eben ergänzt. So, nun geht es mal darum, ich will gezielt suchen. Ich suche zum Beispiel für meine Analysis-Sammlung noch ein paar Dokumente. Ich habe hier noch erweiterte Optionen, kann auswählen nach dem Alter, nach Materialtyp oder eben auch nach den Sprachen. Dadurch, dass ich hier oben alle Sprachen angewählt habe, wird das also gleich voreingestellt. Ich erspare mir also das Auswählen dann einer konkreten Suche. Machen wir es mal wieder zu. Also, ich suche nach dem Thema Analysis. Das ist ja glücklicherweise international, sodass ich da also etwas finden sollte. Und bekomme hier dann einiges. Hier handelt es sich zum Beispiel um einen Text, ein Dokument. Ich glaube, das ist sogar von mir. Euler-Methode auf Französisch, wie man hier wahrscheinlich erkennen kann. Ah, hier habe ich ein Material, Fläche zwischen zwei Funktionsgraphen auf Deutsch. Das ist doch interessant für mich. Ich klicke es mal an, sodass es auch im extra Fenster erscheint. Und hier hat ein Kollege also ein hoffentlich schönes Dokument erstellt. Möchte ich das in meine Sammlung einfügen? Wie mache ich das? Könnte es natürlich so machen, dass ich das GeoGebra-Dokument zu mir herunterlade und dann neu wieder hochlade. Aber das ist ein bisschen umständlich. Ich könnte es auch hier mit diesem Befehl einbetten. Ich bekomme dann HTML-Code, den ich in die Zwischenablage kopieren kann, den ich dann in einem HTML-Dokument einfüge. Aber es geht noch einfacher. Ich benutze einfach GeoGebra Tube weiter und klicke hier auf das Plus und füge dann das Dokument hier in meine Sammlung ein. So, wenn ich dann wieder auf die Übersicht gehe, habe ich dann hier das hier unten eingefügt. Ich kann übrigens die Reihenfolge und verändern und auch Dokumente löschen, indem ich hier auf Bearbeiten gehe. So, gehen wir zurück zu unserer Suche. Dann hätte ich ja hier noch ein französisches Dokument.
die Euler-Methode oder Eulersche Methode. Nun wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Französisch kann vielleicht nicht jeder so gut. Mit Englisch würde es eventuell noch gehen. Was könnte ich machen? Vielleicht sollte ich hier doch herunterladen. Ja, das wäre schon möglich. Aber GeoGebra Tube bietet eine Möglichkeit, eine Kopie zu erstellen, um eben zum Beispiel auch, hier wird auch das in der Hilfe angezeigt, um eine Übersetzung zu machen. Das klicke ich mal an. Und was ich bekomme, ist eine Ansicht, die ich auch dann habe, wenn ich ein Dokument hochlade, bei dem ich nämlich zum Beispiel die Titel und andere Sachen angeben muss. Also, Eulersche Methode oder Euler-Methode. Übrigens wird auch angeboten, eine Übersetzung vielleicht durchführen zu lassen. Allerdings leider wird hier von dem Französischen aufs Englische übersetzt. Ich denke, das lässt sich noch korrigieren. Wahrscheinlich ist das noch ein Fehler. Aber wenn es eine Sprache ist, die hier im Original vorliegt, mit der man gar nichts anfangen kann, dann ist eine Übersetzung ins Englische sicherlich schon mal eine gewisse Hilfe. Also Euler-Methode, der Text hier, den lassen wir auch mal weg. Oder wir können es ja mal kurz anschauen. Ist also eine grafische Konstruktionmethode. Schreiben wir es einfach mal kurz rein. Die Euler-Methode ist eine grafische und so weiter. Nur um halt ein bisschen was einzutragen, einfach mal. Ich möchte jetzt nicht so viel Zeit verschwenden, hier das ausführlich zu übersetzen. Das wird natürlich bei Bedarf gemacht. Ich muss hier etwas eintragen. Ich glaube, mindestens 5 Zeichen müssen dort stehen, bei den Informationen von anderen Lehrern. Sprache sollte ich natürlich dann auch ändern. Wo haben wir? German. Zielgruppe nach Bedarf anpassbar. Jetzt ist es im Dokument so, dass da auch auf Französisch etwas drinsteht. Ich möchte das gerne ändern. Ich kann es wieder durch Herunterladen machen oder ich ändere das gerade online. Klicke da auf diesen Knopf und muss halt warten, bis alles läuft und kann jetzt, wie eigentlich sonst auch in GeoGebra, hier arbeiten. Zum Beispiel will ich den Text übersetzen. Rechtsklick, Eigenschaften. Den Text kann ich momentan nicht bearbeiten, was aber daran liegt, dass das Objekt fixiert ist. Also ersetzen wir das durch Euler-Methode. Und schließen das Ganze. Speichern. So steht das hier. Klicken Sie auf Speichern am Ende der Seite, um diese Änderung zu übernehmen. So. Ich habe alles, glaube ich, jetzt eingestellt. Überschrift und so weiter. Und dann müsste das Speichern also auch funktionieren. Das Material wurde jetzt erfolgreich kopiert. Ich habe jetzt eine eigene Seite. Man kann es auch daran erkennen, es ist veröffentlicht durch mich. Allerdings, damit also man sieht, wer die Hauptarbeit geleistet hat, ist basiert auf diesem Arbeitsblatt von dem Herrn J.D. Olivier, vermutlich wird das so ausgesprochen. So, und das kann ich natürlich dann auch in meine Sammlung einfügen. Und dann habe ich also auf relativ einfache Art und Weise meine Sammlung um ein Dokument ergänzt, was jemand anders halt vorgegeben hat. Das größte Problem, denke ich, ist vor allem die Suche. Das heißt, dass man es richtig findet. Ich hoffe, da wird es sich noch ein bisschen etwas bessern. Eine Übersetzungshilfe für Tags ist sehr wahrscheinlich nötig. Wie das Hochladen eines Dokumentes geht, das werde ich in der zweiten Hälfte dieses Videotutorials erklären.